liebe Dominik auf Isaac, Antibar-Freunde, und willkommen zurück zu einem wundervollen Part von diesem lieblichen Spiel, in welchem wir einen wundervollen neuen Run machen. Und entschuldigt mich, wenn gerade alles fucking hallig klingt. Es hat sich ergeben, dass ich gerade erst umgezogen bin und aktuell in einem, ich will nicht sagen ziemlich leeren, aber doch relativ ziemlich leeren Raum sitze, wo meine Tastatur und alles gerade noch auf dem Couchtisch steht und ich auf der Couch sitze und so gerade aufnehme. Es ist nicht optimal. Gut, wir bekommen das hin. Ich meine, wir bekommen das hin, okay? Deswegen verzeiht mir, wenn ich unglaublich scheiße spielen werde, aber es ist gerade, es ist keine optimale Umgebung. Sagen wir es so. Und wir bekommen... okay. Okay, wie es aussieht, wenn wir eine Bethany-Run machen. Oh Mann, das ist, Gimpy. Tatsächlich ziemlich majestätisch. Das ist nicht optimal, dieser Bethany-Run. Das ist absolut nicht optimal. Ich bin nicht bereit für die Scheiße. Aber gut, machen wir das Beste raus. Wie ihr natürlich alle wisst... Ist da gerade ein random Soulheart gedroppt? Willst du mich verarschen? Sowas passiert eigentlich nie, aber okay. Wie ihr natürlich wisst, ist Bethany der eine Charakter, welcher keine Soulhearts aufnehmen kann. Quasi das Gegenteil von Blue Baby irgendwie, auf eine gewisse Art und Weise, zum Teil. Auf jeden Fall ist es relativ scheiße. Was wir aber stattdessen damit machen können, ist, dass wir aus den Soulhearts Aufladungen für Spacebar-Items machen können. Was in der Regel sehr, sehr scheiße ist, außer für die Flamme, die wir aktuell haben. Dafür ist vielleicht akzeptabel, ich habe keine Ahnung. Was zum Fick bist du? Botfly, Defense Drone. Huh. Das ist also ein Orbital. Und lass mich raten. Wenn mich nicht alles täuscht, wenn dieser Orbital von dem Gegner so getroffen wird, dann gibt er einen Technology-Strahl von sich, würde ich einfach mal behaupten, oder? Kann das sein? Wir werden es herausfinden. Musik aus Anti-Birth. Ich weiß nicht, ob ich das jemals erwähnt habe. Genau an dieser Stelle. Ich glaube, ich erwähne es jedes Mal. Ich muss es nochmal sagen. Ziemlich fantastisch. Ziemlich fantastisch. Okay. Halbes rotes Herz. Wundervoll. Wisst ihr was? Wir schauen in den Shop rein. Was wir uns wünschen, ist, dass wir vielleicht von irgendwo Batterien auftreiben können. Wenn wir irgendwelche Batterien mitnehmen können, wäre das so unglaublich hilfreich für den Charakter. Mit Batterien meine ich jetzt nicht so eine wie die, die am Boden liegt, sondern die Batterie-Items, welche es einfach ermöglichen, dass wir leichter und schneller an Aufladungen kommen. Denn damit könnte Bethany dann unglaublich stark werden. Wenn wir zum Beispiel, um unser... Feuerhefter einzusetzen, wenn wir dafür nur eine Aufladung brauchen würden, also nur einen Raum dafür machen müssen oder gleichzeitig nur einen Soulheart dafür opfern statt zwei, und damit meine ich ein halbes, dann wäre das ziemlich, ziemlich mächtig. Dementsprechend hoffen wir mal, dass wir sowas irgendwie auftreiben können. Ansonsten, übliche Bethany-Nonsense, wir versuchen irgendwas aus den Flammen zu machen und wahrscheinlich wird es schrecklich schief laufen, aber wir bekommen das hin, wir bekommen das hin, wir bekommen das hin. Ich hasse Bethany so sehr, es ist so ein schrecklicher Charakter, mein Gott. Aber gut. Ja, aber gut. Die Sache ist natürlich, wir könnten auch drüber nachdenken, ob wir nicht vielleicht andere Spacebar-Items mitnehmen wollen. Und das ist eine Sache, bei der ich sagen muss, dass wir das nicht machen wollen. Denn, oh, fucking, 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 fuck. Für diesen Kampf bin ich nicht bereit. Ein anderes Spacebar-Item ist eine Sache, die wir nicht machen wollen wahrscheinlich. Weil ich wüsste nicht wirklich, was uns da sonderlich mehr helfen soll, als unsere Flammen hier. Es ist relativ schrecklich. Es ist relativ, relativ schrecklich. Vor allem habe ich mit Bethany das Gefühl, dass man da auch nie an Damage-Ups kommt. Was alles noch ein gutes Stück nerviger macht. Denn wenn ich ein, zwei Damage-Ups hätte, das wäre ziemlich hart der Shit, versteht ihr? Aber wir haben keins. Ich habe bisher noch nie eins bekommen. Und man bekommt in der Regel auch keine Devil-Deals, sondern immer Angel-Deals, weil es irgendwie so ein Angel-Charakter ist. Was alles nur bedingt gut macht. Joker. Das wär's nämlich mit zwei Schlüssel für umsonst. Wundervoll. Fool, fool. Im Cursed Room waren wir schon. Das heißt, da bringt mir der Fool nur bedingt viel. Wir haben keine Bombe. Das bedeutet, ich kann wieder den Tinted Rock mitnehmen. Oh, zum Glück bin ich hier runter. Wir haben Bomben! Wie sich gerade eben ergeben hat. Gut, pass auf. Wir nehmen den Tinted Rock mit. Small Rock. Small Rock! Kein Small Rock, okay. Kein Small Rock, wie es aussieht. Aber dafür eine Aufladung für mein Fuck-Item, das ich gar nicht einsetzen will. Das freut mich ungemein. Und hier ist der Geheimraum. Shit. Okay, ich habe die Bombe verloren. Ich hätte vielleicht genau schauen sollen, ob der Geheimraum überhaupt sein kann. Aber wie auch immer, wie auch immer, wie auch immer. Bethany Run. Ich hasse Bethany Runs. Mögt ihr Bethany? Lüg mich nicht an. Ist mir egal, ob du damals sie zum Abschluss beeinladen wolltest und dir dachtest, oh, Bethany, die ist ganz okay, glaube ich. Die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Wir können uns alle darauf einigen, dass Bethany relativ schrecklich ist, okay? Ah. Und meine aktuell sehr gesunde Körperhaltung, die ich an den Tag lege, tut mir aktuell nur ein bisschen im Rücken weh tatsächlich. Das ist auch eine gute Sache, denke ich. Ich hätte vielleicht irgendwas aufnehmen sollen, wo ich einen Controller halten kann. Wahrscheinlich eine verkehrte Idee gewesen. So, Double Key Room könnte stark für uns sein, aber wir wollten vielleicht versuchen, ob wir nicht irgendwie uns da reinsneaken können, ohne dafür wirklich zwei Schlüssel opfern zu müssen. Das wäre eine ganz nette Sache. Ansonsten, wenn ich einen goldenen Schlüssel... Oh, sehr gut.
Petrified Poop ist majestätisch. Wenn ich die goldenen Schlüssel auftreiben könnte, hätte ich auch nichts dagegen. So, und wir sind jetzt gerade mal im Keller. Ach du Scheiße. Zwei halbe Herzen. Dankeschön. Ich habe aber gerade für den aktuellen Standpunkt des Spiels... Oh nein, Fuckraum. Okay, alles gut gelaufen. So, ey, was ich sagen wollte, für den aktuellen Standpunkt des Spiels habe ich eigentlich, wenn mich nicht alles täuscht, relativ viele Flammen aktuell bei mir, was eine ganz nette Sache sein kann, unter Umständen. Ich weiß es nicht, aber es kann durchaus. Warte mal, kann ich hier nicht einfach... komm schon, kommen wir da? Da kommen wir nicht ran. Oh, das ist ein Tinted Rock! Wehe, der hat... Okay, kein Small Rock. So, pass auf. Wenn ich jetzt eine Bombe auftreiben kann, können wir da auf jeden Fall reingehen. Wenn ich zwei Bomben hätte, könnte ich noch die Steinkiste öffnen. Und da können wir vielleicht was Wundervolles drin haben. Oder auch in der Goldkiste. Wir haben hier gerade eine Menge Potenzial. Ich muss mich nur konzentrieren, dass wieder... Wisst ihr, das sind immer die Meat Boy und Steve und Bethany Runs. Das sind immer diese Runs, wo ich mich immer ein bisschen konzentrieren muss. Da muss ich dann immer versuchen, selbst für meine Verhältnisse noch irgendwie halbwegs... Oh, die Fliege. Gibt manchmal blaue Fliegen von sich. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ich muss versuchen, selbst für meine Verhältnisse irgendwie hin und wieder mal... halbwegs akzeptabel zu spielen und versuchen, das Beste aus meinen Möglichkeiten zu machen, weil diese Charaktere wirklich ziemlich hardcore sind und dafür bin ich nicht bereit. Pass auf. Ich könnte für meine Soul Hearts ich glaube, das will ich nicht. Ich könnte mir für meine Soul Hearts dann mehr Tarotkarten holen. Aber ich glaube, das ist schwachsinnig. Oh, und das Buch, das ich habe, das erhöht meine Angel-Deal-Chance. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ich glaube, Angel-Deal und Devil-Deal-Chance. Ne, Moment, Devil-Deal-Chance war, glaube ich, auf 100. Und Angel-Deal-Chance, keine Ahnung, auf 0. Und jetzt ist Devil-Deal-Chance auf 25 und Angel-Deal-Chance auf 75. Das hat sich gerade eben geändert. Das war relativ interessant, wie ich finde. So, pass auf. Wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen hier rein. Und wir... Oh, wir nehmen den Schlüssel mit. Wundervoll, ist noch besser, dass hier ein Schlüssel rumliegt. Wir haben den Schlüssel, das bedeutet, wir machen Boom, Tour of Spades. Wir haben vier Schlüssel. Absolut majestätisch. Magician-Karte, die ist ziemlich hart scheiße. Die wollen wir gar nicht erst haben. Wrench-Up-Pille ist ebenfalls ziemlich hart scheiße. Die wollen wir auch nicht wirklich haben. Und das können wir nicht aufsprengen. Aber gut. Wir haben zwei Schlüssel plus gemacht. Das ist eine gute Sache. Ein Plus von zwei Schlüsseln. Denn das bedeutet, dadurch, dass wir jetzt drei Schlüssel haben, sollten wir die Möglichkeit haben, relativ problemlos hier reingehen zu können. Wir haben eine 3. Ne beschissene... Ich habe keine Ahnung, was die 3 macht. Sie rerollt alles im Raum oder auf der ganzen Ebene. Also die Consumables auf dem Boden. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was die Räume machen. Bin ich der größte Fan davon. So, hat wir nicht noch irgendwo... Doch, wir haben da oben noch rote Herzen rumliegen. Okay, da haben wir auch noch eins. Ich muss das Beste aus diesem Run machen. Tut mir leid, Leute. Ich habe nie gesagt, dass das ein rasanter, schneller Run wird. Das ist ein sehr langsamer und träger Run. Aber wir müssen irgendwie versuchen, halbwegs stark zu werden. Da diese beschissene Flamme, die ich aktuell um mich herum habe, die werden alle wieder verschwinden. Das ist das Problem. Am Ende des Tages bist du alleine. Stehst du alleine da, verstehst du? In deinem Leben. Das ist nicht vorteilhaft. Genau wie diese Ausbeute. So, es gibt mir die Scheiße. Gib mir jetzt einfach mal, dass ich mal zwei Flammen mehr holen für mein Geld. Genau wie die Ausbeute da beim Shop. Das war auch alles nicht optimal. Aber ich habe es aus irgendeinem Grund trotzdem mitgenommen. So. Wie viele? Hier hätten wir ein halbes rotes Herz, okay? So, und der... der Geheimraum ist nicht hier, okay, aber hier ist ein Tinted Rock. Das bedeutet, pass auf, wir müssen noch unser taktisches Play weiter fortsetzen. Ich bin ein bisschen stolz darauf, dass das aktuell tatsächlich ein bisschen Früchte trägt. Wir legen einen Automat hin und badaboom, badabang, badaboom. Haben wir einen Automat weggesprengt, gleichzeitig den Tinted Rock und haben dafür jede Menge Shit bekommen. Speed-Up-Pille, absolut majestätisch. Was haben wir hier? Eine Bibliothek. Oh mein Gott, das ist ziemlich gut. How to jump? Boing. Will ich nicht. Telepathy for Dummies will ich auch nicht. Mir fällt gerade auf, dass die Bibliothek gar nicht mal so gut ist, weil es in Anti-Birth keine Bookworm-Transformation gibt. Das bedeutet, weil ich es nicht wusste, in Afterbirth Plus, wenn man drei Bücher oder mehr in einem Run aufsammelt, bekommt man den geilen Bücherwurm, welcher bringt, dass man immer wieder mal 20-20-Tiers von sich gibt. Ich weiß gar nicht genau, in welchem wann die mal abgefeuert werden, aber relativ oft. Und das ist eine ziemlich coole Sache, wie ich finde. Oh mein Gott. Das ist komplett scheiße. Das ist alles komplett scheiße. Das bringt mir alles überhaupt nichts. Aber gut. Wir arbeiten dran. Seht ihr, wir haben eine Bombe und 30 Cent rausbekommen. Kleiner Mann. Von dir kann man leider nur Scheiße bekommen, deswegen stirbst du. Und er hat meine Angel die Chance damit nicht mal gesenkt. Das ist relativ interessant. Okay. So, das eine hat es eigentlich bekommen. Das heißt, wir können uns jetzt das Backtracking sparen.
Geheimraum müsste, wenn mich nicht alles täuscht, hier sein. Wir können uns das Backtracking jetzt zum Goldraum sparen, um da das halbe Herz oder was auch immer mitzunehmen, weil wir das nicht brauchen. Das ist eine relativ nette Sache. So, stattdessen nehmen wir die Batterie noch mit, auch wenn es unnötig war. Okay, ich weiß, ich habe jetzt eine halbe Aufladung verschwendet. Manchmal muss man das auch machen, das ist okay, es gehört manchmal dazu. Ich wollte gerade sagen, war hier nicht die Steinkiste, aber der Dreiraum hat das scheinbar rerollt. Und wir haben Bob's Rotten Head. Okay, pass auf. Pass auf. Wir machen jetzt was, das wahrscheinlich dumm ist. Aber wir nehmen Bob's Rotten Head mit in den Bosskampf. Fick dich, Widow. Okay, habt ihr das gesehen? Habt ihr die Scheiße gesehen? Habt ihr das gesehen? Oh Gott, geh weg, Widow. Geh weg. Habt ihr das gesehen? Das war ziemlich guter Damage. Deswegen habe ich hier mitgenommen. Und wir bekommen jetzt einen Devil Deal. Devil Deal. Nein! Ja! Ja? Nein? Ja? Was bringt Pandoras Box hier auf der Ebene? Ich kann ihn nicht mitnehmen. Gib mir die Scheiße. Nein! Gib mir das. Damage ist um 1 gestiegen. Yes! Wundervoll. Habe ich gerade fast in die Luft gesprengt. Okay. Oh, und eine AP habe ich auch bekommen. Okay, Leute. Okay. Seht ihr die Scheiße? Wir nähern uns. Ganz langsam. So langsam. Es tut mir leid. Aber was soll ich machen? Wir nähern uns so fucking langsam. Wir wollen hier rüber. Denn da haben wir die Wahl zwischen zwei Goldraum-Items. Was, wenn ihr mich fragt, relativ hilfreich werden könnte unter Umständen. Ich hätte gerne meine zwei Double Key Room behalten wir im Hinterkopf. Und das Knife Piece wollen wir natürlich auch mitnehmen, denn für den Fall der Fälle wäre es natürlich absolut nicht verkehrt, wenn wir mit Bethany The Witness killen würden. Damit meine ich nicht das Spiel von Jonathan Blow. Der Typ, der auch damals, der einen sehr lustigen Namen hat für, wenn man sehr jung ist. So es unterhaltsam findet. Aber gleichzeitig auch der Mann ist, der damals Braid gemacht hat. Einer der Leute, die den ganzen Indie-Hype überhaupt ins Leben gerufen haben. Und da gab es diese eine Hammel-Bundle vor kurzem, wo fucking viele Spiele drin waren, das ziemlich fantastisch war. Und da war auch The Witness dabei. War das The Witness? Ich glaube schon. Und das ist ein Spiel, das in meinem Kopf wehgetan hat, als ich es für eine Stunde sowas gespielt habe. Deswegen dachte ich mir, ja, das werden wir nie wieder spielen. Und seitdem habe ich es nie wieder gespielt. Das ist meine Geschichte. So, ganz klare Sache, wir wollen Number One, Alter. Das erhöht unsere Feuerrate ganz ungemein. Senkt so auch die Range. Das ist vollkommen okay im aktuellen Zeitpunkt, denke ich. Das ist vollkommen okay. So, unten Double Key Room. Wird das hier der Shop sein? Ja. Und wir haben den Pfeil, von dem ich nicht mehr weiß, was er macht. Fuck. Ich hätte jetzt auch nicht meinen Space-Item einsetzen sollen. Es tut mir leid, ich würde den Pfeil gerne mitnehmen. Aber ich glaube, das war irgendwas, dass man sich damit selbst verletzt und dann irgendwas machen kann, meine ich. Deswegen wollen wir den einfach mal nicht mitnehmen, würde ich einfach mal behaupten. Wir verzichten mal auf ihn. Oh mein Gott, Counterfeit Penny. Okay, pass auf. Pass auf, Strategic Play. Mit meinem Petrified Poop machen wir die Poopies auf, damit wir möglichst viel Zeug rausbekommen. Und dann nehmen wir den Counterfeit Penny. Dann nehmen wir das Zeug auf, damit manche Münzen... zwei Münzen. Wisst ihr was? Counterfeit Penny ist dann besser für uns. Der ist ein guter Mann, der Counterfeit Penny, der ist ein guter Mann. So, Counterfeit Penny bringt manchmal, wenn man ein bisschen, wenn man einen Cent aufhebt, ist er manchmal 2 Cent wert. Und wie ihr euch sicher denken könnt, ist das, und mit manchmal meine ich sogar relativ häufig, und wie ihr euch natürlich denken könnt, wird das im Laufe des Runs sehr, sehr hilfreich. Ihr habt gerade, glaube ich, sehr viel Feuer von mir kaputt gemacht, kann das sein? Ah, da kommen noch mehr. Geht weg! Nein! Nein! Okay. Machen wir jetzt nichts vor, das war scheiße. So, wir hätten doch den Double Key Room. Ist ja was? Fuck. Seht ihr, das ist wieder das Problem am Bethany Run. Bisher ist alles super gelaufen. Aber jetzt in der dritten Ebene war der eine Raum, wo ich so verdammt viele von meinem Feuer verloren habe. Und jetzt stehe ich wieder ziemlich hart scheiße da. Das ist nicht gut, das ist eine Batterie übrigens. Das ist überhaupt nicht gut. Wenn ich Gabi werden könnte. Ach ja, nur manche Stacheln fahren hier runter. Ist nicht so gut, denke ich. Oh, wundervoll. Mitten in die Flamme rein. Okay, pass auf. Die drei Kisten können wir wenigstens mitnehmen. Ah! Oh Gott. Oh Gott, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Oh, fucking Trollbombe, verzieh dich. Okay, wir könnten aber noch die Bombe hier rüberkicken und dann... Shit. Nochmal, versuchen wir es nochmal. Ja, nee, das wird nichts. Okay. Ey, wenn ich sagen, dass der Raum komplett scheiße war. Aber! Ich denke... Wenn ich andeuten würde, dass dieser Raum mich nicht zu 100% überzeugt hat, würden nur bedingt viele Leute unter euch dem widersprechen, dieser Aussage, die ich dann getätigt hätte.
Ich tätige sie nicht, aber ich denke drüber nach, ob ich vielleicht es andeuten sollte, dass ich darüber nachdenke, etwas derartiges zu sagen. So, hier bei der Kiste, natürlich machen wir auch ganz klare Sache, was wir machen. Wir rennen fünfmal an ihr vorbei. Na, komm schon. Und dann wollen wir sie selbstverständlich zur blauen Flamme rüberschieben. Denn dann machen wir mit der Bombe die blaue Flamme und das hier kaputt und bekommen vielleicht ein Soulheart. Bekommen wir nicht. Aber wir bekommen... Oh, eine weiße Flamme. Bekommen wir eine weiße Flamme dafür? Das ist relativ interessant. Habe ich mich gerade gefragt, ob wir es bekommen. Weil je nachdem, was für ein Herz man opfert, um an die Aufladung zu kommen. Fuck, da wäre der Super Secret Guy im Raum. So, die Farbe hat dann auch die Flamme. Kann auch eine schwarze Flamme haben und sowas. Es ist fucking haunt. Tatsächlich nicht der schlimmste Boss, den wir bekämpfen können jetzt aktuell in diesem Run. Nicht der schlimmste Boss. Denn die Sache ist, wir haben ja einen relativ großen Vorteil gegenüber Horn tatsächlich. Weil ich Horn relativ leicht treffen kann, auch durch die ganzen Eimer durch und alles. Und Horn kann mich nicht so leicht treffen. Ja. Horn war in der Situation ein guter Boss. Auf jeden Fall besser als Rainmaker. Das ist eine seltsame Aussage zu tätigen. Soulheart, dankeschön. Kleiner als 3, nehmen wir mit. Ich habe keine Bombe. Dementsprechend würde ich behaupten... Ich würde behaupten, bevor ich irgendwas anderes mache. Ich habe gerade gesehen, wir waren noch nicht im Cursed Room, dass wir da doch reingehen, okay? Können wir mal kurz über eine Kleinigkeit reden, welche mich gerade mit sehr viel Freude erfüllt? Ich renne einfach rein. Oh mein Gott. Das ist so scheiße. Das ist so scheiße für mich. Okay. War nicht gut. Eine Sache. Gimpy! Hast du da etwa ein Soulheart für mich gedroppt? Danke, mein Guter. Danke. Ich sollte vielleicht im Hinterkopf behalten, dass Gimpy mir immer Soulheart Drops gibt. Eine Sache, die mich gerade ungemein beruhigt. Habe ich schon erwähnt, dass ich inzwischen 100k-Leitung habe? Was das für ein heißer Shit ist? Das heißt, ich kann das Video hier fucking schnell hochladen, wenn ich es fertig aufgenommen habe. Und das ist ziemlich fantastisch. Ich dachte mir, sollte ich mal anmerken, dass ich nicht mehr 5 Stunden lang meine Videos alle rendern muss, weil ich sie möglichst viel komprimieren muss. Ich hatte vorher meine 6K-Leitung, sodass ich einfach ganz normal mit Premiere rendern kann, was ziemlich schnell geht, und dann einfach direkt hochladen. Und das geht auch unglaublich schnell und das ist ziemlich majestätisch. Das wollte ich nochmal eben in den Raum werfen, dass mich das gerade mit sehr viel Freude erfüllt. Im Vergleich zu dem Haufen Scheiße, der mich nicht mit sonderlich viel Freude erfüllt. Ein bisschen, ja, aber nicht viel. Gebe ich zu. Ist nicht sonderlich viel. So. Du fick dich, okay? Bald kommen wir wieder zu dem Punkt, wo ich das Problem habe, dass meine Flammen einfach langsam ein bisschen zu schwach werden. Ich will diesen Punkt nicht erreichen, aber wir werden ihn erreichen. Das macht mir Angst. Allerdings bin ich aktuell gut dabei, jede Menge... Oh mein Gott. Jede Menge beschissene Flammen anzusammeln. So, pass auf. Wir spielen hier jetzt 3 Mal insgesamt. 2 Herzen haben wir noch übrig. Das ist genug. Fuck. So, meine Hoffnung war, dass wir vielleicht einfach ein bisschen... dass wir ein bisschen Gimpy-Action bekommen und damit dann eventuell das ein oder andere liebliche Soulheart für umsonst abstauben können. Hat nicht geklappt. Zugegeben, hat nicht geklappt, aber ein Versuch war es wert. So, und ihr beiden habt mich aus irgendeinem Grund nicht angegriffen. Wisst ihr was? Das weiß ich sehr zu schätzen. So, und jetzt sollten wir einfach versuchen, wieder ein paar rote Herzen mitzunehmen. Und dann sollte alles gut sein. Oh, wir bekommen gut viele rote Herzen. Okay, das heißt, wir können vielleicht noch eine Runde am Blutspendomat einlegen. Ich meine, da können wir sogar ein beschissenes Speed und HP rausbekommen, wenn wir den Bloodbag bekommen. Und ich hätte Bock auf den Bloodbag. Morgi möchte einen Beutel voll Blut. Ihr müsst nicht vorher prüfen, ob da irgendwelche Krankheiten drin waren. Nein. Ich möchte es nur trinken. Köstliches, warmes Blut. Köstlich. So, mach den Mund auf. Okay. Mach den Mund auf. Wisst ihr was? Ich bin mir absolut unsicher, was meine Begleiterfliege hier macht. Ich dachte anfangs, dass die blaue Fliegen spawnt, aber ich glaube, ich habe nie wieder eine gesehen. Apropos blaue Fliegen spawnen, wisst ihr, was mein Traum-Item aktuell wäre? Wenn ich fucking Rotten Baby auftreiben könnte. Dieser Raum ist ein absolutes Desaster. Fantastisch. Okay, Devil die Chance. Oh, der Raum ist nicht mal geklärt. Wundervoll. Absolut wundervoll. Und Devil die Chance haben wir auch soweit verkackt. Oh Gott. Ist nicht gut. Seht ihr, jetzt wieder das klassische Bethany-Problem. Ich bekomme keine verdammten Damage-Ups. Ich werde einfach nicht stärker. Was an sich alles schön und gut ist und lange funktioniert, aber irgendwann ab irgendeinem Punkt muss man schlicht und ergreifend mal stärker werden. So, pass auf, Chariot. Komm schon. Nein, ihr müsst mich berühren, nicht die Flammen. Egal,
Egal, Raum ist geklärt. Wir haben Soulout bekommen. Alles wundervoll. Habe ich viele Flammen verloren? Ja. Stört es mich? Ganz gewaltig. Es macht mir sehr große Angst. Aber Raum ist geklärt. Und das ist alles, worum es aktuell geht. Auf jeden Fall werden wir aber noch bei Gelegenheit jetzt versuchen, die ein oder anderen Herzen noch anzusammeln und dann definitiv zurück zum Blutspendomat gehen. Denn der scheint mir, der könnte wichtig sein für unsere Taktik. Da können wir nämlich sowohl Soulhearts auftreiben, welche direkt mehr Flammen sind. Und das können wir machen und gleichzeitig können wir noch ein bisschen Geld auftreiben und vielleicht ein AP abstauben. Und das sind gute Dinge, die will ich mir nicht nehmen lassen. Ihr geht mir alle aus dem Weg. Vor allem bin ich aktuell auch relativ froh, dass wir in den Caves sind. Denn hier kann ich die Bosse wesentlich besser einschätzen als in anderen Ebenen. Seht ihr, der gute Megamau hier? Kann ich gut einschätzen. Er hat einen kleinen Mann ohne Kopf gespawnt. Dann sag ich, kleiner Mann ohne Kopf, wo er? Kleiner Mann ohne... Stopp, fick dich, Megamau, fick dich. Man kann die Flammen ausmachen. Das wusste ich gar nicht. Breakfast. Wundervoll. Ist in der Situation sogar ziemlich gut, dass wir noch ein HP ab aufgetrieben haben. Denn tatsächlich hätte ich gern mehr HP. Scheint mir für den Bethany Run nicht komplett verkehrt zu sein. So, ihr haltet euch bitte alle fern von mir. Dankeschön. Und der gute alte Shop, in welchen wir natürlich selbstverständlich auch rein wollen. Wir nehmen das mit. Steam Sale. Oh, wundervoll, nehmen wir noch das mit. Converter. Konvertiert meine Herzen in Soul Hearts? Ich will nicht sagen, aber das scheint mir eine relativ schreckliche Idee zu sein, das zu machen. Deswegen machen wir das einfach nicht. Wir nehmen das, wir bleiben bei dem Buch, okay? Wisst ihr was? Wir nehmen die Fuck-Batterie mit. Die Fuck-Batterie bedeutet eine Flamme mehr. Und ich würde töten für eine Flamme mehr. Ich würde alles für meine Flamme tun, versteht ihr? Da, wo kommt manchmal dieser Schildetier-Shot her? Ist er von der Fliege? Muss er von der Fliege sein, von wem sonst? Bin ein bisschen verwirrt. Was haben wir hier? Oh mein Gott! Magic Mushroom! Yes! So gut. Okay. Wir bleiben einfach mal hier stehen. Ah, fuck. Wir bleiben vielleicht nicht im Jahr... Vielleicht nicht unbedingt allzu lange hier stehen. Ah, wir sind zu lange stehen geblieben. Ist nicht gut ausgegangen. So, aber seht ihr, wie viele beschissene Herzen ich habe? Ich habe 7 Herzen. 7 Herzen bedeuten. Das ist, glaube ich, einer der langsamsten Runs, die ich jemals hingelegt habe aktuell. So am Rande. 7 Herzen bedeuten, wir gehen erstmal in den Curse Room rein. Guppy-Item. Fuck. Wir haben schon ein Guppy-Item. Sollten wir einen Hinterkopf behalten. Feuerdauer Energy. Wundervoll. Es ist aktuell so ein lächerlich guter Pillenpool. Verdammte Scheiße, habt ihr es mitbekommen? Nur gute Pillen aktuell. Das gefällt mir tatsächlich. So, dann spielen wir hier noch ein bisschen. Und hoffen, dass wir noch ein paar Soulhearts durch Gimpy bekommen. Bloodbag! Füllt unsere HP auf und gibt uns gleichzeitig einen Speed-Up und eine HP ab. Ziemlich gut. Und Bethany sieht herzallerliebst aus. Bethany. Wenn du mich fragen würdest, ob ich mit dir zum Abschlussball gehen würde, würde ich sagen, oh Mann, Bethany. Nein. Fick dich. Und dann wirst du vermutlich heulen oder so und abhauen. Dann würde ich sagen, ja, geschieht dir recht, Bitch. Oh, das wäre ein ziemlich aufregender Abend für mich. Super Secret Geheimraum. Eternal Heart. Majestätisch. Majestätisch. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So, und jetzt würde ich ehrlich gesagt noch gerne, wenn wir hier sind, den regulären Geheimraum mitnehmen, welcher sich überraschenderweise hier befindet. Oh! Was? Oh, er kann auch da unten sein. Komm schon. Nein! Ich habe gerade eine Bombe verschwendet noch. Oh mein Gott, da sind wieder 2 Bomben. Gut. Komm, wir legen noch eine, um den Tinted Rock wegzusprengen. Die Sache ist nämlich, dass wir noch in die Minen runter wollen. Und wer in die Minen will, der sollte besser da sein oder ein Ressort, die eine oder andere Bombe am Start haben. Sonst wird das nichts zum Batz. Ich weiß. Okay, aber ich würde sagen, aktuell... wir haben gut was aus dem Run so weit rausgeholt. Dagegen könnt ihr mir nichts sagen. Ich meine, man kann mir immer vorhalten, wie scheiße ich spiele und alles, okay? Aber ihr könnt mir nicht vorhalten, dass ich jetzt aus diesem Run nicht irgendwas rausgeholt habe, okay? Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber ich habe definitiv irgendwas rausgeholt. Ich habe ganz tief in den Run reingegriffen und habe gesagt, komm raus. Und dann ist es rausgekommen. Das war ziemlich cool. Okay, gehen wir direkt weiter. Wir haben auf jeden Fall schon mal keinen Curse of the Darkness. Was schon mal sehr, sehr majestätisch ist. Dieser Raum gefällt mir nicht. Okay, wenn wir uns hinter Lava verstecken, sind wir safe vor ihnen. Wird notiert. Ich meine, ich muss langsam auch die Gegner aus den Minen und sowas mal kennenlernen. Mit denen habe ich nicht tatsächlich immer wieder mal, wenn ich nicht komplett OP bin, größere Probleme. Deswegen
Ich muss mir langsam einprägen, was die alles machen. So, den Cursed Room werden wir definitiv jetzt mal noch nicht reingehen. Denn der Cursed Room hat das kleine Problemchen, dass er uns Schaden macht und wir dann keinen Angel Devil Deal mehr bekommen können, nachdem wir da reingegangen sind. Gapi. Ah. Egal, wir haben schon ein Gapi-Item. Experimental Pill. Hat einfach mein Luckwert erhöht. Absolut majestätisch. Absolut majestätisch. So, könnte hier... Ah, ich glaube, der Cursed Room könnte da nicht sein. Tinted Rock Spinne. Fick dich. Solar, dankeschön. So, müssen wir uns einfach immer weiter zusammenreißen und immer fokussiert bleiben. Und wer weiß, vielleicht bekommen wir dann einen erfolgreichen Bethany Run hin. Wer weiß das schon, wer weiß das schon. I can see forever. Ich würde auch gern für immer sehen können. Kann es sein, dass ich aktuell mein Maximum von Flammen angekommen bin, dass ich nicht mehr haben kann? Wäre das möglich? Jetzt nicht das Gefühl, das ich aktuell habe. Das gefällt mir nicht. Ich will kein Maximum an Flammen haben. Niemand hat mir einzureden, wie viele... Oh mein Gott. Wie viele Flammen ich haben kann, wie viele nicht, okay? Der gute Nunzabit, absolut majestätisches Item, würde nämlich vor allem... Wenn ich jetzt den Bloodbag noch hätte... Also mit Bloodbag, nicht Bloodbag, sondern den IV-Bag, mit dem ich quasi meinen Blutspendomat-Effekt immer jederzeit machen kann, hätten wir jetzt den Run gewonnen, so ziemlich. Dann könnte ich mir jedes Mal meine Flammen ausmaxen. Aber okay. Trotzdem gut, dass wir einen Nunzabit haben. Trotzdem ziemlich gut. Oh, ist der Boss. Ah, zu dem will ich nicht. Ich will nicht zu dem Boss. Es ist der mit den 5 Millionen Wellen von Gegnern. Nicht mein Favorit. Ich würde mich lieber von ihm fernhalten, ganz gerne, ehrlich gesagt. So, und aktuell, ja, wir bekommen keine mehr, die werden nur wieder aufgefüllt. Okay, behalten wir im Hinterkopf. Wir werden also jetzt definitiv in nächster Zeit keine Soul-Heart-Aufladungen mehr einsetzen, weil es absolut unnötig wäre. Wir werden lediglich unsere, die wir uns von Raum zu Raum verdienen, die Aufladungen verwenden. So, warte mal. Der Verkuckwurm gibt mir ein gutes Range ab. Wisst ihr was, den behalten wir. Den behalten wir. Damit meine normalen Tränen mal wieder die Gegner ein bisschen erreichen können. Ich hab gesagt, den behalten wir! Dankeschön. Oh, okay, Goldraum. Wir müssen noch den Gold... Da ist der Goldraum. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin noch nicht... Ah, das ist ein Tinted Rock. Ihr habt gerade viel von meinen Flammen weggemacht. Kann das sein? Nein, ihr habt nicht eine weggemacht. Wundervoll! Okay, pass auf. Das Problem ist, ich weiß nicht, was der blaue Würfel macht. Ich denke, wir nehmen einfach mal Speed Up und ja, Piercing Shots. Nehmen wir die Scheiße mit. Und dann bringen wir es einfach hinter uns. Oh! Es ist gar nicht der Fuckboss, es ist der andere. Es ist der coole Fuckboss. Der Fuckboss, den ich mag. Ich mag dich, du Schwein. Stehst du? Ich liebe dich quasi. Geh weg. Okay, ja, ihr kostet mich gerade sehr viele meiner Flammen. Das finde ich nur bedingt gut, aber wisst ihr was? Ist okay. Bei euch kann ich das verzeihen, dass ihr so arschig zu mir seid. Euch kann ich das verzeihen. Denn ihr solltet nicht in der Lage sein, mich zu treffen. Und das wiederum sollte... Ja, der feuert, glaube ich, Projektil ab, wenn er getroffen wird, die Fliege da. Ihr solltet nicht in der Lage sein, mich zu treffen. Und das wiederum sollte mir die Möglichkeit geben, an den weiteren geilen Sexy Angel Deal zu kommen. Meet, wundervoll. Gehen wir zum Angel Deal. Oh, so scheiße. Oh Gott, das ist so schlecht. Das war so scheiße, das will ich nicht. Okay, fuck. Ich weiß nicht, ob das überhaupt ausgleicht, was ich durch den Bosskampf jetzt alles verloren habe, ehrlich gesagt. Das war nicht gut. Das war absolut nicht gut. Aber okay. Wir haben auf der Ebene noch ein bisschen was zu tun. Und zwar können wir, wenn wir eine Bombe... Oh, ich kann so sogar schon umsonst rein. Wir können umsonst in den Cursed Room. Und der bringt uns nichts. Ich habe keine Bombe. Hier ist auch keine Bombe. Fuck. Wir könnten weiter erkunden, aber ehrlich gesagt, würde ich eher mal sagen, wir, liebe Leute, begeben uns weiter in die nächste Ebene. Oh shit. Habe ich das Knife Piece, das zweite, mitgenommen? Ja, habe ich. Okay. Ich habe das zweite Knife Piece. Und ich kann euch nicht sagen, warum ich nicht direkt ins Mausoleum gegangen bin. Wir müssen das auf jeden Fall, jetzt dann ins Mausoleum gehen, sonst ist es zu spät. Und ich hätte sehr gerne das dritte Knife Piece, denn wenn ich die Möglichkeit hätte, mit Bethany The Witness zu killen, dann wäre ich sehr, wäre ich ein glücklicher Glückspilz quasi. Hätte ich Bock drauf. Also komm schon, Spiel.
Gönn mir die Scheiße. Und warte, war da gerade ein Arcade Room? War da ein Arcade Room? Pass auf. Pass auf, pass auf. Wir gehen uns erstmal wieder Flammen auf. Ne, ist ein Challenge-Raum. Okay, fuck. Gut. Ich würde sagen, da sollten erstmal genug blaue Flammen sein. Viel mehr sollte ich jetzt mal nicht mitnehmen. So, und damit bekommen wir die Gegner erstaunlicherweise relativ schnell down. Das ist wundervoll. Wisst ihr, was ich mir gerade für eine Frage stelle? Wie zum Fick sollen wir mit Bethany bitte zum Boss Rush kommen? Und ich habe gerade Schaden genommen. Oh nein. Ich bin rote Pampe gelaufen. Das bedeutet, der will die Chance, ist vorbei. Ich wird nichts mehr, fick dich. Okay, cool. Oder Angel Deal, was auch immer. Wobei ich natürlich sagen muss, dass die aktuell sowieso sehr, sehr enttäuschend waren jeweils. Aber trotzdem, sehr, sehr enttäuschend, sehr, sehr enttäuschend. Boss Rush mit Bethany. Wie schafft man das eigentlich am besten? Vermutlich ist es am sinnvollsten, wenn man einfach Ipecac oder sowas findet und dann so einen schnellen Run macht. Oh. Aber mir fällt auch gerade auf, dass der Damage, den ich mit den normalen Tiers von Bethany austeile, dass der halt gar nicht mal komplett verkehrt ist. Erstaunlicherweise. Weil eigentlich ist der immer ziemlich hart scheiße, aber aktuell ist der... Hey, mit dem kann man was anfangen, versteht ihr? Er ist ein guter Typ, der Damage. Er ist ein guter Typ. Lass mich durch. Danke. Oh Gott, lauf. Truhe, gib mir Tarotkarte, gib mir Judgment. Judgment könnte ziemlich hilfreich für uns sein. Der gute Judgment Boy, der kann uns durchaus gerne mal das ein oder andere HP abgeben. Und ich hätte gerne das ein oder andere HP ab, tatsächlich. So, ihr fickt euch meine Girklings. Ja, meine Tiers sind definitiv relativ überdurchschnittlich stark. Ah ja, ich kann ja meine Aufladungen ein bisschen auffüllen, indem ich Schaden nehme. Ich brauche dringend ein Arcade Room oder sowas. Das sind die Depths 2! Es wird das gleiche Problem mit Bethany, dass wir jetzt nicht mehr zu der Witness gehen können. Sehe ich das richtig? Weil ich jetzt nicht dran gedacht habe, pünktlich. Ich habe den gleichen Fehler jetzt genau nochmal gemacht. Genau den gleichen Fehler. Ist nicht mal lange her, seit ich ihn zuletzt gemacht habe. Wir können nicht zu der Witness gehen, Leute. Kein der Witness für uns, wie es aussieht. Kein der Witness kam für uns. Okay, cool. Gut. Wollte ich auch überhaupt nicht. Ich wollte auch gar nicht gegen die Witness kämpfen. Dementsprechend ist das vollkommen okay. Ich möchte gar nichts freischalten mit Bethany. Da komme ich leider nicht ran. Aber danke. Wir haben eh einen goldenen Key. Insofern war es relativ egal. Trotzdem unschön. Half down. Nicht mein Favorit, aber ich denke im Großen und Ganzen relativ irrelevant. Aber wisst ihr was? Vielleicht ist es gar nicht mal so schlimm, dass wir jetzt noch nicht zu der Witness hin können. Denn die Sache ist, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Witness-killender Run ist aktuell. Ich meine, er ist wesentlich besser als mein letzter, der Witness-Run, auf jeden Fall, aber so gut. Ich weiß nicht. Was soll ich denn für eine Range? Die ist scheiße. Okay, gehen wir hier rein. Gib mir das. More Trinket Room, wundervoll. Gib mir die Fuckbombe. Oh nein! Trollbombe! So, und dann würde ich sagen, ich habe den Run, glaube ich, im Großen und Ganzen kaputt gemacht, indem ich einfach der Meinung war, oh Mann, das soll ich nicht mitnehmen. Das war bestimmt unterhaltsam. Ja, ich weiß, es ist extrem unterhaltsam. Fuck, ich habe gerade meine Flasche mit dem Kabel runtergeworfen. Ich muss mich alles hinsetzen. Denn tatsächlich ist dieses auf der Couch sitzen und die Tastatur auf dem Couchtisch haben Methode zum Aufnehmen, ist nicht so angenehm. Ich weiß, kaum zu glauben. Kaum zu glauben. Fuck, wir haben keinen Arcade Room hier. Und wir haben nur eine Bombe. Ja gut, ich würde sagen, wir gehen direkt zu Mom. Wir haben nicht viele andere Möglichkeiten. Doch, haben wir. Oh mein Gott, das ist ein Demon Judgment. Das ist ein Demon Judgment, Leute. Demon Judgment ist so gut für uns. Er ist so gut zu... Du bist so gut zu mir. Zieh euch die Scheiße rein. Fuck! Warum habe ich jetzt zweimal Schaden genommen? Hör auf damit, zweimal Schaden zu nehmen. Puberty. Komm schon! Ich kann mit dem halben Herz immer zweimal ihm spielen, aber irgendwie komme ich es gerade nicht richtig hin. Oh mein Gott, Hangman ist so gut. Okay, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Erstmal sollte ich jetzt nicht zu viel an dem kleinen Demon Judgment spielen, weil meine Herzen sind nicht so hoch. Kann ich zu viel opfern. Ich sollte einfach versuchen, hier ranzugehen. Oh mein Gott, wie viele Herzen waren das gerade auf einem Haufen? Das war fucking viel. Gut, hätten wir das so heute mitgenommen, dann wollen wir wieder zurück, weil es hier oben ganz offensichtlich doch nichts für mich zu holen gibt. Wir wollen... Ah, shit, ich muss hier durch. Wir holen hier rein. Okay, wir setzen Hangman ein.
und bekommen auf ewig die Fähigkeit zu fliegen. Was ziemlich, ziemlich majestätisch ist. Ich weiß nicht, was das Trinket macht, aber was auch immer, wir haben es mitgenommen. Okay, wir können fliegen und haben gleichzeitig noch ein Eternal Heart, welches wir sowieso verlieren werden, bevor es überhaupt zu dem HP abwerten kann. Ah, das ist vollkommen okay. Das ist vollkommen okay, denn ich habe jetzt problemlos die Möglichkeit, noch ein bisschen an dem kleinen Demon Judgment zu spielen. Echt recht, kleiner Demon Judgment. Gib mir doch das Item! Gib mir das Item! Oh, Lemon Party. Richtig. Oh, so stark! Komm schon! Yes! Speed up und Damage up. Ja. 0,4 Damage up. Ich habe ja Soy Milk mitgenommen. Ich erinnere mich wieder. Das war vielleicht eine dumme Entscheidung, aber gut. Kämpfe gegen Mutter. Hey, Mom. Was geht ab, Mutter? Ja, der Damage ist nicht so gut durch Soy Milk, aber wie auch immer. Ich wollte Soy Milk mitnehmen. Das ist eine Sache. Ich habe Soy Milk schon lange nicht mehr gehabt. Und vor allem in dem Run scheint es mir jetzt nicht so wild zu sein, sie einfach mitzunehmen. Okay. Polaroid. So, und jetzt soll ich mir vielleicht erstmal wieder ein paar Flammen machen. Ja, das sollte erstmal reichen. Gut, weiter in die nächste Ebene, liebe Leute. Aber jetzt wird die Scheiße ernst. Aber jetzt wird's ernst. Okay, wir sind in Wom 1. Okay, Wombo 1. Ja, ich kann fliegen. Soll ich vielleicht im Hinterkopf behalten? Es ist Wombo 1. So. Wisst ihr was? Oh Gott. Damit haben wir den Devil, den Angel schon wieder verkackt. Wundervoll. Wisst ihr, was echt ziemlich fancy wäre? Wenn ich die Möglichkeit hätte. Oh Gott, geht alle weg. Es wäre ziemlich fancy, wenn ich die Möglichkeit hätte, irgendwie meine Range noch weiter zu erhöhen. Denn tatsächlich ist das jetzt gerade von meinen normalen Tiers, die Range ist noch nicht optimal. Und das, obwohl ich ein beschissenes Trinket bei mir habe, welches die Range erhöht. Alter, das ist nicht genug. Das reicht doch nicht. Ich brauche mehr. Ich weiß nicht, wo ich mehr herbekommen soll. Doppelherz, gib mir die Scheiße. Ich kann nicht erkennen, ob hier ein Tinted Rock ist. Bin zu weit vom Bildschirm weg, verzeiht mir. Feuerdauer Energy. Fantastisch, nehmen wir mit. Nehmen wir direkt mit, okay? Damit sollten meine Flammen wieder fancy, mächtig und am Start sein. Hab ich recht, ihr Flammen? Hab ich recht? So, wie viele Bomben haben wir denn? Ich habe 4 Bomben. Ist die Frage. Wollen wir? Wir wollen versuchen, Geheimraum zu finden. Wir haben ihn nicht gefunden. Shit. Ey, ich meine, er hätte da sein können. Erzähl mir nichts. Wir wollen auf jeden Fall versuchen, eventuell wieder den einen oder anderen Geheimraum mitzunehmen. Denn das ist eine Sache, die unserem Run bisher in der Vergangenheit schon relativ weitergeholfen hat, dass wir genau diese ganzen Möglichkeiten alle hier wahrgenommen haben mit Bethany. Dementsprechend sollte ich damit nicht unbedingt aufhören. Ja, der Geheimraum hätte ja gar nicht sein können. Fuck. Die Bombe hätte ich mir direkt sparen können. Okay, unten kann er hier auch nicht sein. Wird alles notiert, wird alles notiert. Und er macht Bumm, Bumm. Okay, was haben wir hier oben? Hier oben haben wir einen Fuckraum, von dem ich mich ehrlich gesagt lieber fernhalten würde. Aber ich kann nicht. Okay. Fick dich. Entschuldigung. Okay. Rote Herzen. Bringt mir absolut nichts. Leute, ich bin ein bisschen nervös, Leute. Ich bin ein bisschen nervös. Das Problem ist nämlich, weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber mit Bethany hatte ich noch nie einen erfolgreichen Run. Und der hier sieht aus, als ob wir wenigstens, ist ja. Ich meine, wir werden, es ist jetzt nicht der beste Run aller Zeiten oder dergleichen, aber ich denke, es sollte durchaus drin sein, dass wir mindestens Isaac und vermutlich auch das Blue Baby killen. Okay? Steht hier? Und das ist halt ziemlich, ziemlich gut, wie ich finde. Oh, fuck, ich hab viele Flammen gerade verloren. Vielleicht wird's doch nichts mehr. Oh mein Gott, kleiner Mann. Nimm mein Geld! Weh, du spawnst eine Trollbombe, du kleiner auf dem Scheiße. Komm schon! Gib mir ein Item! Okay, hat mir einen Schlüssel gegeben, wundervoll. Ich brauch zwar keinen mehr, aber das ist okay. Die Box! Die Box ist so scheiße! Red Patch. Experimental Pill. Speed Up, Luck Down. Okay. Mein Glück ist... Ist das runtergegangen? Scheinbar. Lover's Card. Ja, nehmen wir die mit. Gut, machen wir uns nichts vor. Das war gar nicht mal so gut. Oh, fuck. Und es ist Baby Plum, oder wie hieß du? Oh, nein. Von dir will ich mich gerne fernhalten, bitte. Das ist Fuckviech. Lemon Party Pille wollen wir auf jeden Fall zum Boss mitnehmen. Die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist: Will ich eine Lemon Party Pille nicht eventuell. Alter.
Der Mann hat eine Range. Oh nein, der macht meine ganzen Flammen kaputt. Oh fuck. Die Frage, die ich mir stelle, ist, will ich die Lemon Party Pille vielleicht bis zu Isaac hin mitnehmen? Denn die Sache ist, Lemon Party fügt Isaac Schaden zu. Damit können wir dann die erste und auch gleichzeitig nervigste Phase von dem Isaac-Kampf relativ gut skippen. Apropos, Isaac wird mir vermutlich alle meine Flammen kaputt machen. Es wird unangenehm. Es ist Daddy, Daddy Long Legs. Hallo Daddy, warum hast du so lange Legs? Okay. Fuck. Okay, pass auf. Ich muss mit meiner... Oh Mann. Ich muss so nah ran, dass ich mit meinem Säumig Tiers erwischen kann. Das Problem ist, wenn ich so nah dran bin, kann er mich auch mit seinem ganzen Schwachsinn erwischen. Das ist eine Situation, in der ich nicht gewinnen kann. Tiers und Shotspeed ab. Das ist absolut schrecklich. Weil Shotspeed bringt, dass meine Tiers ein bisschen weiter fliegen. Das ist nicht komplett verkehrt. Ansonsten aus dem Angel Deal. Natürlich, ich meine, was hätten wir sonst bekommen sollen? Ein geiles HP ab. Was hätten wir denn sonst bekommen sollen? So, Geheimraum könnte hier sein. Yes! Und wir bekommen 3 Bomben. Und ein Tinted Rock. Shit. Das ist nicht das, was ich wollte. Okay, wir müssen wieder ein bisschen grinden. Liebe Leute, wie es aussieht. Ein bisschen Grinding ist angesagt, weil wir wieder ein bisschen scheiße dastehen. Red Patch hätte ich ehrlich gesagt lieber als... Ah, das ist meine Standard-Range. Wir bleiben dabei. Den Hookworm nehmen wir gar nicht erst mit. Ich dachte, mit fliegen die Tiers auch insgesamt weiter. Ja, komm, mach die Lovers-Karte, was auch immer, macht keinen Unterschied. Geheimraum. Wenn ich der Super-Secret-Geheimraum wäre, würde ich mich vermutlich hier verstecken. Shit. Okay, ich weiß nicht, wo er sein kann. Gehen wir weiter. Gehen wir einfach weiter. Schwenden keine Zeit. Geh weiter. Nächste Ebene. Fuck. Puh. Es ist Wombo Wombo 2. Oh mein Gott. Das ist tatsächlich ziemlich fancy für mich gerade. Ups. Komm schon. So, die Sache ist, ich sollte jetzt aber auch nicht zu viel daran spielen. Ich glaube, wir haben genug daran gespielt. Mein Damage ist hochgegangen. Oh mein Gott, doch ein Bloodbag. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Hey, Polysyphilis, fick dich. Er hat mich getroffen. Oh, da geht meine Angel die Chance wieder dahin. Oder Devil die, was auch immer. Wo seid ihr denn? Ich wollte auch gerade sagen, ihr seid doch noch irgendwo. Wo ist jetzt dein zweiter? Wo ist der Freund? Freund? Hallo? Ja, da ist er. Hallo? Komm raus. Ich weiß, dass du da bist, Bro. Ich spüre es. Okay, wisst ihr was? Die Soymic Range ist bald, ich glaube, die ist fast akzeptabel. Ich glaube, sie ist fast akzeptabel. Fast akzeptabel ist aktuell das Beste, was wir haben können. Okay, Flammen sind wieder da. Wundervoll, 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 wundervoll. Das bedeutet, wir sollten jetzt einfach nur, zu Idlibs kommen. Und jetzt die Frage. Was machen wir am besten gegen Idlibs? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich habe das Gefühl, Idlibs wird... Oh, ich erinnere mich. War es nicht beim letzten Run so, dass ich in der Kathedrale gestorben bin mit Bethany? Weil ich da keine Flammen mehr hatte, weil Idlibs alle ausgemacht hat. Darauf sollte ich mich vielleicht vorbereiten. Das heißt, Soulhearts werden auf jeden Fall wieder erstmal aufgehoben. Die brauchen wir noch für schlechte Zeiten quasi. Wer ist da der... Oh klar, natürlich seid ihr. Oh Mann, einer der legendären Antibirth XL-Räume. Wahnsinn. Klar, durch den halben Raum hat jemand seine Technology-Scheiße geschossen. Und damit habe ich jetzt alle meine Flammen fast verloren. Wundervoll, danke. Das war ziemlich cool und fair. Ich mag die XL-Räume aus Antibirth. Die sind ziemlich gut. Habe ich Spaß dran. Sind nicht unfair oder so. Kein bisschen. Nicht im geringsten. Das ist das Gute an ihnen. Okay, wisst ihr was? Die sind so fair, dass wir in den zweiten jetzt gar nicht erst reingehen wollen. Fuck, wir müssen in den zweiten noch rein. Ey, hab keine Wahl. Mm. Hey, chup, chup. Oh Gott. Ich mach so wenig Schaden. Warum habe ich Zäumig mitgenommen? Das war so eine dumme Idee. Als ob mein Run überhaupt sonderlich stark gewesen wäre, damit ich sowas riskieren könnte. Ist er nicht. Das war so eine scheiß Idee. Jetzt gehen mir die Flammen aus. Das ist ja nicht 6L-Raum. Der ist voll mit Bobbys. Und Duke of Flies. Was zum Fick ist das für ein Raum? Okay, ich vermute ja, dass ihr euch gegenseitig in Luft springen solltet. Falls ja, wäre ich sehr dankbar dafür. Ich werde mich einfach hier hinten ein bisschen verstecken.
Und meine Flammentiers auf euch losschießen. Mit Flammentiers meine ich die Tiers, die aus den Flammen rauskommen. Und den Rest, den werdet ihr für euch regeln. Ohne mich. Hört auf, fliegen zu spawnen, Duke! So flies. Okay. Wisst ihr was? Das ist ein Raum, mit dem ich durchaus leben kann. Der ist nicht halb so wild. Ich muss mich einfach immer schön von den Gegnern fernhalten. Und dann sollte mir nichts passieren. Sicher könnte man sagen, oh shit, MOP. Das ist wahrscheinlich der spannendste Kampf, den ich jemals gesehen habe. Ich weiß. Aber dafür sollte es relativ... Gott, ich hasse XL-Räume. Vor allem ist das hier noch eine Sackgasse, sehe ich gerade. Oh Mann. Ich hätte mich einfach durch die Tür sprengen sollen. Okay. Habe ich es jetzt? Ich hab's. Wundervoll. Ich habe ungefähr 20 Flammen verloren dabei. Sehr schön. Bomben. Cool. Cool, 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 cool. Aber sehen wir es von der Seite. Mit den Bomben sollte ich mich theoretisch durch die ein oder andere Tür sprengen können. Wenn mir ein Raum zu nervig wird, dann kann ich einfach sagen, hey, weißt du was, Raum? Fick dich. Ich gehe jetzt. Apropos fick dich, ich gehe jetzt. Wir haben da, kleines Fuckviech. Hört auf, meine Flammen kaputt zu machen. So, und... Boom! Oh, 2 XL-Räume! Okay, ja, nee, 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 fick dich. Leck mich, nein, das machen wir nicht. Doppelmonstro-Raum. Der auch noch falsch ist. Leck mich, das machen wir nicht. Komm schon. Lauf! Okay, hier ist der Boss. Meine Fresse! Ey, ich glaube, alles, was ich mir in diesem Run aufgebaut habe, wird gerade von dieser fucking Ebene kaputt gemacht. Kann das sein? Und ich kann ungefähr eine Flamme dann, nachdem ich Isaac gekillt habe, kann ich eine Flamme wieder herstellen. Wundervoll. Wundervoll, 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 wundervoll. Weil ich genau, ein Soul hat auf Vorrat habe. Das ist doch scheiße. Wer lebt noch? Du, fick dich. Geh mal rein. It lives, es lebt, oh nein. Fick dich, it lives. So, pass auf, wir stehen jetzt einfach nur hier und hoffen auf das Beste. Immer weiter feuern, immer weiter feuern. Immer weiter feuern. Und du gute Fliege, mach immer schön hin und wieder deine Shield-Tiers, die du aus irgendeinem Grund hin und wieder einsetzt. Hör bitte niemals auf damit, okay? Hör damit niemals auf, oh Gott. Der Brimmy, 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 Brimstone? Es war überarbeitete Musik, die war ziemlich majestätisch. Okay. Ich habe viele Flammen verloren. Ah, das ist okay. Wir gehen weiter. Huff! Kathedrale! Wir haben noch die Lemon Party Pille. Was ziemlich gut ist. Die sollte uns nämlich im Kampf gegen Isaac ungemein weiterhelfen. Wisst ihr was? Ich glaube, es war gut, dass ich nicht im Mausoleum 2 war, weil. Weiß nicht, ob ihr es euch denken könnt, aber der Kampf gegen Witness. Ich glaube, der wäre nicht wirklich gut gegangen für mich. Tatsächlich. Ich glaube, der wäre nicht gut ausgegangen. Soulheart, dankeschön. Ah, wisst ihr was? Setzen wir direkt ein. Setzen wir direkt ein. Jede Flamme, die ich... Oh Gott. Die ich habe, sollte mir eine Hilfe sein. Und du, fick dich. Okay. Gib mir die Bombe, gib mir das Geld, gib mir alles. Ich möchte übrigens anmerken, dass ich in dem Run auch... zu meiner Verteidigung... Möchte ich anmerken, dass ich in diesem Run auch unglaublich großes... Angel Deal Pech hatte. Ich meine, ich hatte ein paar Angel Deals bekommen und nicht ein Angel Deal hat mir ein Item gegeben. Was halt ein bisschen scheiße ist. Ich meine, in der Regel kann man da defensives cooles Zeug rausbekommen, aber ich habe einfach so. Ich habe nichts bekommen. Ein paar Soul Hearts und einmal 2 Eternal Hearts. Also ein rotes Herz, was halt nicht so gut ist tatsächlich. Und ihr Greedomans, ihr seid auch nicht optimal für Bethany, weil eure Tiers gehen zwar genau um mich herum, aber sie treffen meine Flammen. Das ist ziemlich scheiße. Okay, was haben wir hier? Wir haben Fuckköpfe. Okay, wisst ihr was? Nein, ihr habt mir meine Flammen... Ja, macht alle Flammen kaputt. Ich will gar keinen. Ist okay. Ich brauche keine Flammen mehr. Ja, ich werde verkacken wieder. Ich werde wieder verkacken, Leute. Ich sehe es jetzt schon. Außer, ich werde einfach versuchen, mit meinem Säumig-Zeug jetzt wirklich zu kämpfen, richtig. Und nicht mehr allzu viel Rücksicht auf die Flamme nehmen. Vielleicht ist das auch wirklich das Erfolgsrezept von Bethany, dass man keine Rücksicht auf die Flamme nehmen sollte. Wer weiß das schon, wer weiß das schon? Ey, ich weiß es nicht. Aber ich vermute.
Es ist Lust. Kann ich wenigstens Poison Touch oder so eine Scheiße von dir? Ich bin halt auch echt nicht stark geworden in dem Run. Was nicht damit zusammenhängt, dass ich Zoll mitgenommen habe. Ich bitte dich. Luck up, tears down, das ist okay. Als ob meine Feuerrate jemals nach unten gehen würde. Wisst ihr was? Nein. Nein. Ey, hat diesen Raum oft genug gemacht, um zu wissen, dass ich ihn nicht machen will. Und das machen wir jetzt auch nicht einfach, weil es keinen Unterschied macht. Entschuldigt mich. Dankeschön, ich gehe jetzt wieder. Okay, fuck, wo ist Isaac? Isaac! Nein! Okay, ich kann jetzt nicht noch, mich durch noch mehr Türen sprengen. Denn langsam wird es absurd. Und hört bitte auf, meine Flamme mal kaputt zu machen, wenn ihr sie berührt. Ach, komm schon, Leute. Ich will den erfolgreichen Bethany Run. Ja, wisst ihr, was das Gute ist? Ich bin mir relativ sicher, dass wir Isaac killen sollten. Ich meine, ich bin nicht so nicht stark und alles, aber Isaac sollte schaffbar sein. Das sollte mich vor allem kein allzu großes Problem stellen. Das Problem ist nur, der Weg dahin, der ist doch so weit. Ich weiß nicht, wie weit. Gott, ich hasse Bethany so sehr. Ich wollte nur einen lustigen Random Run machen. Ich wusste ja nicht, dass das, was mich erwartet, dass das eine Nahtoderfahrung wird. Eine Erfahrung, wo ich mir denke, fuck, sterben. Das wäre jetzt cool. Aber das habe ich bekommen. Das wollte ich nicht. Ich habe es bekommen. Wie Weihnachten. Dann kommt immer das, was man nicht will. Ja, fick dich doch. Leckt mich, Gertie Junior. Leckt mich beide. Kann ich einer von euch sterben? Kann ich weggehen? Ach Gott. Hier sieht man jetzt wieder ein bisschen, dass mein Damage vielleicht nicht optimal ist. Aber die Sache ist, ich bin mir relativ sicher, dass mein Damage auch, wenn ich Zäumig nicht mitgenommen hätte, alles andere als optimal wäre. Das ist so ein bisschen das Problem. Oh Mann, Bargeld und einen Schlüssel, dankeschön. Ja, leck mich, nein. Hast du gerade die Bombe gefressen? Hör auf, die Bombe zu fressen! Weißt du was, wir bringen ihn um. Okay, willst du dich also mit Schutzschild schützen? Ist okay. Stell ich mich neben deine komischen Freunde. Und oh nein, Mopia, du hast alle deine Flammen verloren. Die fucking Flammen sind mir jetzt egal, sind nämlich scheiße. Ist mir egal, ich brauche die Flamme nicht. Ich werde diesen Boss auch ohne bekämpfen. Ah, Feuer. Wer braucht sowas? Ich garantiert nicht. Stirb doch bitte. Ah. Ich würde mir jetzt aktuell wünschen, dass ich durch den kleinen Raum gehen muss, um zu Isaac zu kommen. Aber das Problem ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich durch den länglichen Raum gehen muss. Aber wisst ihr, was aktuell die eine Sache ist, die mich dazu bringt, dass ich diesen Run nicht aufgebe und noch weitermachen will? Die eine Sache, die mich dazu bringt, nicht aufzugeben, ist, sind die vier Items aus der Chest. Okay, nein. Diesen Raum werden wir uns auf gar keinen Fall stellen. Die vier Items... Es ist eine Sackgasse. Es ist eine beschissene Sackgasse! Okay. Den Monstro 2 Raum werde ich immer noch nicht machen übrigens. Ja, die Items aus der Chest sind das, was mich motiviert weiter zum... Gut reingerannt. Wisst ihr was? Den Raum machen wir auch noch eben. Ist egal, es sind nur Duke of Lies. Ah, die vier Items aus der Chest. Sie könnten alles für uns ändern. Ich meine, eins davon könnte zum Beispiel Death's Touch sein oder so. Und sehe ich gerade, dass ich fast keine Herzen mehr habe. Sehe ich das gerade richtig? Das ist nämlich nicht optimal. Ich möchte gerne nicht in der Kathedrale sterben. Ach Gott. Okay, da oben haben wir noch ein Herz. Ja, in dem Raum habe ich zu viele Leben verloren. Da habe ich sogar zwei Herzen. Okay, gehen wir hier entlang. Wenigstens ist das ein relativ safer Raum. Das beruhigt mich ein bisschen tatsächlich. So, wundervoll. Halbes Herz, bisschen Bargeld. Bisschen Bargeld brauche ich absolut nicht mehr. Aber wir nehmen es trotzdem mal mit. Warum schützt du die kleinen dreckigen Fliegen? Hör auf, die Fliegen zu schützen. Niemand braucht diese Fliegen. Wo ist Isaac? Ich will das nicht mehr. Oh mein Gott, wir müssen nur noch Monstro 2 bekämpfen. Das ist die Sache. Irgendwie... Meine DPS sind eigentlich nicht so scheiße in diesem Run. Ey, glaub's, bin wirklich nur ich, weil ich die ganze Zeit auf die Flammen spielen wollte, statt den Run einfach regulär zu machen. Aber wisst ihr was? Ich finde mich rein in die Scheiße. Eines Tages werde ich der beste Bethany-Spieler aller Zeiten sein. Warum auch immer man das sein wollen würde, weil Bethany ist halt kein so guter Charakter. Ich weiß gar nicht erst, warum man überhaupt so etwas spielen sollte, erstmal mit ihr mal gut ist. Weil, was soll das Ganze denn? Hey, Monstro. Fick dich.
Oh Gott. Komm schon. Yes. Okay. Rotes Herz brauche ich. Dankeschön. Herr Isaac, fick dich. Gut, wundervoll. Wir sind direkt mit einer Lemon Party stark reingestartet. Ja, er macht hier alle meine Flammen kaputt. Wisst ihr? Bethany ist an sich als Charakter schön und gut, aber das Problem ist irgendwie, dass wenn die Gegner so ein bisschen Bullet-Hell-Action machen, dass Bethany dann alle ihre fucking Flammen verliert und das ist nicht vorteilhaft, versteht ihr? Das macht so ein bisschen den ganzen Sinn von dem Charakter zunichte, wenn man ihn gegen Bosskämpfe nicht richtig verwenden kann. Okay, wir müssen nur Isaac bekämpfen. Und dann, ich bin mir sicher, dass die Chest, die 4 Items, die wir in der Chest bekommen, ich bin mir sicher, dass da was Cooles dabei sein wird. Die fucking Fliege. Seht ihr die Scheiße? Der haut richtig viele Shielded-Tiers für mich raus. Das ist relativ interessant. So, was, wenn ich dir eine Bombe gebe, Isaac? Oh, schön außerhalb deiner Range. Wundervoll. Damit meine ich außerhalb meiner Range eher, aber wie auch immer. Okay, wir haben nur 2 Herzen, was gar nicht mal so gut ist. Aber wir kämpfen gegen Isaac. Das wiederum bedeutet, ich bin gleich... Nein! Oh Gott. Oh Gott. Ich will jetzt nicht sterben. Nein! Isaac, hör auf damit. Ja! Okay, die Chest. Die Chest. Die Chest. Book of Virtues. Was auch immer. Curse of the Maze, mir egal. Scheiße, scheiße, scheiße. Absolute Scheiße. Burns, Hot Mushroom, Butt Bombs, Isaac's Heart. Okay, ich feuere jetzt immer wieder. Wisst ihr was? Die Flammen, die ich abfeuere, könnten uns vielleicht sogar relativ stark machen, tatsächlich. Ich bin mir unsicher. Aber ich habe nur ein Herz. Das ist eine Sache, die mich ein bisschen beunruhigt, tatsächlich. Okay, wisst ihr was? Die Chilis in Kombination mit Zäumig, die gefallen mir, glaube ich. Auch wenn das 2 fucking schwache Gegner waren, die gerade ewig gebraucht haben. Das beunruhigt mich ein bisschen. Das beunruhigt mich ein wenig. So, aber ihr beiden sollte doch eigentlich relativ machbar sein. Immer schön dodgen. Immer schön... Oh, fucking, 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 fuck. Okay, ich habe noch ein halbes Herz. Alles cool. Alles cool, ich habe noch ein halbes Herz. Okay, das Feuer, das ich von mir gebe, ist fucking schwach. Das ist absolut schrecklich. Lemon Party Time. Wäre, glaube ich, gar nicht mal so schrecklich gewesen. Aber ich habe es schon verschwendet. Okay, pass auf. Wir müssen auf jeden Fall Mac Brimstone da oben. Den müssen wir auf jeden Fall als letztes killen. Weil der auf dem Scheiße uns Herzen gibt, wenn wir ihn als letztes killen. Und deswegen wäre es doch relativ... Oh mein Gott, okay. Kleine Fuckmate stirbt. Okay, Gluttony. Glutoni! Gib mir Herzen und ein AP ab! Jetzt sollst du es mir Herzen geben, das ist vollkommen okay. Das reicht mir. Und wir bekommen Stigmata. Damage und AP ab. Sehr schön. Das hat uns Damage ab von 0,1 gegeben. Okay, wir nähern uns, wir nähern uns, wir nähern uns. Wir nähern uns der Sache. Wir nähern uns der Sache. Ich bin mir sicher, der Run wäre echt sehr viel einfacher, wenn ich mich nicht dazu entschieden hätte, ihn zu einem Zäumig-Run zu machen. Da war nicht meine beste Entscheidung. Oh, ein Pinraum. Das war absolut nicht meine beste Entscheidung. Gebe ich zu, okay? Gebe ich zu. Das gebe ich zu. Aber wisst ihr was? Es war eine gute Entscheidung. Nicht die beste, aber sie war okay. Und das sind 3 liebliche halbe Herzen. Okay. Okay, okay, pass auf. Wir... müssen definitiv wieder unseren Glut McTony als letztes killen. Der gute Glut McTony, wenn wir ihn als letztes killen, gibt uns nach wie vor ein paar geile Herzen. Und ich hätte gerne ein paar geile Herzen oder ein HP-Up alternativ. Wohingegen der Greedo Man zum Beispiel uns einen Steam Sale oder so geben könnte. Und fuck, ich will... Ich weiß nicht, wie ich da jetzt nicht getroffen wurde. Aber fuck, ich will keinen Steam Sale. Ich will das Soul Heart und ich will das halbe Herz. Dann will ich mir die Scheiße dafür holen. Wenigstens bekommen wir richtig viele Kisten. In welcher eine Menge Items sind die? Ach du Scheiße. Uns unbedingt viel bringen. Es ist jetzt nicht zwangsweise der optimale Raum. Das Problem ist an der Chest übrigens, dass man sich nicht mehr durch die Türen sprengen kann. Wo, wisst ihr was? Das ist der absolut optimale Raum, sehe ich gerade. Und mir fällt auch gerade was auf. Warte mal.
man kann doch die Item-Anzeige machen in Antibirth. Ich glaube, es wurde mir ganz am Anfang sogar schon mal gesagt. Ich habe es wieder vergessen, dass das ging. Es ist ein optimaler Run. Wir bekommen scheiß viele Herzen hier. Wisst ihr was? Wir werden das Blue Baby noch killen in diesem Run. Wir werden das fucking Blue Baby killen. Oh mein Gott. Blue Baby? Ich komme, um dich zu holen. Habt ihr mal blaue Babys geholt? Ich schon. Damals war ich ein großer Schlumpf-Fan. Auf jeden Fall. F7 muss ich drücken. Und dann habe ich die geile Item-Anzeige. So, und wie ihr seht, wurden hier jede Menge Herzen gedroppt. Das ist der heiße Scheiß, liebe Leute. Und haben wir hier nicht Curse of the Maze eigentlich? Ey, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass ich es vermisse, dass ich mich nicht gerade die ganze Zeit verlaufe, aber man wundert sich doch ein bisschen. Wenn wir uns nicht einmal verlaufen haben bisher. Aber wisst ihr was? Ich beschwere mich nicht. Darüber sind wir hinweg. Und ich sollte mehr Bomben einsetzen, weil meine Bomben inzwischen echt stark wurden. Na klar, fress die Bomben einfach immer. Bumm! Fress sie einfach auf. Ich muss definitiv mehr Bomben einsetzen. Okay. Was haben wir hier? Oh mein Gott. Es ist grüne Gertie. Fick die grüne Gertie. Ja, gute Buttbombs. Haben ungemein weitergeholfen. Kiste. Okay. Leute, das ist ein Win. Das ist ein Win. Fuck. Oh Gott. Soll ich mich nicht zu sehr vor meine Buttbombs dahin stellen oder nicht zu sehr von ihnen. Nicht von ihnen getroffen werden. Wie auch immer. Wir machen das so lame, wie es nur geht, diesen Kampf. Ist mir vollkommen egal. Ich habe zwei Beschützer bei mir. Ich habe Dry Baby. Und zusätzlich habe ich noch meine komische Technology-Fliege. Ich werde hier keinen Schaden erleiden. Gegen dich, du dreckiger Haufen Scheiße. Wisst ihr, was das Gute an Buttbombs ist? Egal, wo sie im Raum hochgehen. Die Gegner werden immer Schaden daran nehmen. So, Isaac. Nicht Isaac, Blue Baby. Fick dich, du stirbst. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt geschafft. Der Blessed Paddy. Yes. Okay. Was für ein Scheiß-Run. Ich hätte Solberg nicht mitnehmen sollen, aber er wäre halt echt akzeptabel gewesen, glaube ich. Also sehr durchschnittlich. Ja, wie auch immer. Das war ein erfolgreicher Bethany-Run. Das ist schon mehr, als ich aktuell von Meepo und Steve behaupten kann. Seht ihr das? Ey, fehlt nur noch alles andere. Wundervoll. Wundervoll, wundervoll, wundervoll. Aber gut, liebe Leute, ich würde sagen, wie das Ganze weitergeht, sehen wir im nächsten Part von The Binding of Isaac Antibirth. Und da wird es nicht mal ästhetisch. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.